Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Windows-Tutorial-Reihe. Heute legen wir los mit den Programmen und zwar geht es los mit einem der wichtigsten Programme für euren Windows-Computer. Wir finden ihn natürlich auch hier auf nininight.com. Scroll mal runter und dann werdet ihr unter Utilities den C-Cleaner finden. PC Crap Remover ist schon eine ganz gute, kurze Abkürzung für dieses Programm. PC Cleaner gibt es Tausende auf dem Markt, sage ich mal, aber der C Cleaner hat sich als sehr, sehr altbewährtes und ja, vor allem schlichtes und doch funktionelles Tool herausgestellt, schon für mich seit Jahren und auch natürlich für diverse andere Leute. Das Ding ist schon sehr, sehr groß und sehr bekannt. Wenn ihr das Teil öffnet, ist natürlich kostenlos. Wenn ihr das Teil öffnet, dann kommt ihr in dieses wunderbare Fenster. Ja, was tut dieses Programm? Solange ihr mit eurem Computer arbeitet, ihr arbeitet Tag ein, Tag aus, hockt davor, schreibt irgendwelche Dokumente, erstellt irgendwelche Dateien, guckt Filme, öffnet Internetseiten, immer passiert irgendetwas im Hintergrund. Und das merkt ihr nicht als normaler Benutzer, zumindest meistens nicht. Und dementsprechend entstehen sehr, sehr viele Dateien. Die sind unsichtbar, die sind schreibgeschützt, die sind irgendwo tief im System drin. Keiner wird da jemals bemerken, dass da irgendwas ist, vor allem eben die Leute, die sich gar nicht auskennen. Und genau diese Dateien kann C-Cleaner analysieren und dann ausgewählt eben löschen und euch davon befreien. Das heißt Speicherplatz, Einsparung. Das heißt, ihr könnt euren Speicherplatz wieder ein bisschen säubern von dem ganzen Crap. Oftmals bringt es auch ein bisschen die Geschwindigkeit wieder in die Höhe, wenn ihr wirklich so viel Scheiß auf eurer Festplatte rumliegen habt. Und es ist einfach ein sehr, sehr nettes kleines Tool, um euren Computer von den Dateien zu befreien, die ihr nicht braucht, die ihr nicht seht und nicht braucht und die ihr, ja, die ihr im Endeffekt einfach weglöschen könnt. Wenn ihr mir das Programm jetzt hier mal anschauen, ich habe es mal gestartet, sehen wir hier ccleaner.com, ihr seht hier kurz euer System, ihr seht hier jetzt mein System, ich habe ein E8400, noch ein Dual Core, aber ich werde mir demnächst was Neues kaufen, mal schauen. Wir haben hier diese vier großen Menüpunkte, es ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Der Cleaner ist das, was ich euch eben erzählt habe, er kann einfach Dateien aufspüren, Dateien, die rumliegen, Dateien, die ihr nicht braucht, kann diese analysieren und dann anschließend komplett entfernen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Übersicht, da haben wir den Internet Explorer, da seht ihr diverse Sachen, die ihr ankreuzen könnt. Windows Explorer System, dann erweitert und hier auf den Anwendungen auch nochmal ganz, ganz viele Sachen. Grundsätzlich kreuze ich eigentlich alles an. Ich habe hier unten noch alte Prefetch-Dateien angekreuzt und Benutzerhilfenverlauf und die Logdateien, weil die einfach keiner braucht. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann lasst es bei den Standardeinstellungen. Lasst die Haken dort, wo sie sind. Das passt schon, denke ich. Und bei den Anwendungen können wir auch dann nochmal zum Beispiel das Cache, der Verlauf. Wenn ihr das natürlich behalten wollt, müsst ihr hier dementsprechend die Kreuze rausmachen. Aber ich kann euch nur empfehlen, räumt euren Rechner einmal auf, lasst die Kreuze drin und drückt mal auf Analysieren. Dann wird er euch zeigen, wie viel MB Crap ihr auf eurer Festplatte habt. Bei mir sind das 4,5 MB, das sind sehr, sehr wenig. Wir können mal so einen kleinen Wettbewerb machen. Wenn ihr dieses Tool auf eurem Computer installiert, dann postet doch einfach mal, wie viel Crap ihr auf eurem Rechner hattet, wie viel Müll ihr an Daten in MB oder sogar Gigabyte auf eurem Computer hattet. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Da können wir so einen kleinen Wettbewerb starten. Ihr seht hier, wie gesagt, Analyse komplett 4,5 MB zu entfernen. Dann seht ihr, in welchen Programmen und wo diese überschüssige Crap, wie man so schön sagt, gefunden wurde. Dann drücke ich einfach auf Start CC Cleaner. Dann kommt noch eine Meldung normalerweise. Sind Sie sich sicher? Ja, alles klar, das passt. Und schon kann ich den ganzen Crap entfernen. 4,5 MB sind nicht so viel. Ich hatte schon einen Rechner, da hatte ich 3000 MB, 4000 MB. Das sind 4 Gigabyte an Dateien, die sinnlos auf dem Computer rumliegen. Und das muss, denke ich mal, nicht sein. Ja, neben dem Cleaner, der simpel für die Dateien und für die Anwendungen ist, gibt es den Registry Cleaner. Der heißt hier Registry. Ihr seht hier so blaue Quadrate. Was ist überhaupt die Registry? Sobald ihr irgendetwas auf eurem Computer installiert, wird ein Registry-Eintrag erstellt, der quasi dem Programm sagt, wie es sich zu verhalten hat. Das heißt, Eigenschaften definiert oder zum Beispiel auch den Zusammenspiel zwischen Betriebssystem und Programm definiert. Das sind ganz viele kleine Dateien, mit denen könnt ihr nichts anfangen. Die habt ihr auch als normaler Nutzer noch nie in eurem Leben gesehen und müsst ihr auch nie sehen. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch da dementsprechend ja, Durcheinander. Wenn man natürlich 100 Programme installiert, dann schmeißt man mal wieder 20 Programme runter, installiert mal wieder 50 neu. Von den 50 Programmen benutzt man 30 nicht. Und von den 30 Programmen, die man benutzt, funktionieren 10 nicht, so ungefähr. Und dementsprechend entsteht da ein riesen wunderbarer Müll aus Registry-Dateien. Das können wir einfach alles ganz, ganz leicht
hier nach Fehlern durchsuchen. Man kann hier alles angekreuzt lassen. Das ist nicht weiter, müsst ihr nicht weiter überlegen. Einfach mal los, raushauen und mal gucken, wo er denn die Fehler findet. Er findet auch auf einem frisch formatierten Windows, findet er Fehler, weil einfach bestimmte Zusammenhänge teilweise sinnlos sind oder irgendwelche Verknüpfungen erstellt werden, die ihr nicht benutzt. Wie auch immer, einfach nach Fehler beheben. Wir haben jetzt hier, nach Fehler beheben suchen, Entschuldigung. Wir haben jetzt hier ungefähr 20 Fehler, alles klar. Ich sage Fehler beheben. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr die Registry sichert. Das heißt, ich sage jetzt ja, ich will die Registry sichern. Dann gehe ich hier auf meinen Desktop, drücke auf Speichern. Dann habe ich hier eine Datei, die erstellt er mir. Die zeige ich euch gleich, wobei die kann man vielleicht hier unten sehen. Und das ist quasi die Datei mit allen Einträgen, die ihr jetzt gerade da löscht. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf alle beheben drücke, dann sortiert er die Registry-Einträge, löscht sie, ändert sie. Und wenn ich jetzt gleich das Programm schließe, das nächste Mal nur hochfahre und irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kann ich immer wieder mit dieser Datei, mit einem Doppelklick, alle alten Registry-Beiträge, Einträge, wiederherstellen, falls mal irgendwas sein sollte. Aber das kam bei mir noch nie vor und ich denke, wird es auch nicht, außer es ist halt einfach Zufall und er löscht irgendetwas, was ihr speziell für euch so konfiguriert habt. Aber normalerweise könnt ihr da ohne Probleme nach Fehlern suchen und Fehler beheben drücken. Und dann habt ihr auch die Registry aufgeräumt. So, jetzt haben wir die Programme, die überschüssigen, sinnlosen Crap-Daten aufgeräumt. Wir haben die Registry aufgeräumt. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir mal unter Extras und da kann man dann noch ganz einfache Sachen machen, wie zum Beispiel Programme löschen, Programme deinstallieren. Das könnt ihr auch unter Windows, könnt ihr auch hier mit dem C-Cleaner relativ leicht meistern. Ihr könnt hier einfach ein Programm wählen und alles einfach sagen, alles klar, tschüss, ich will es deinstallieren. Ihr könnt sogar den Eintrag dann komplett entfernen, was ich aber nicht empfehlen würde. Einfach immer deinstallieren und dann ist der Eintrag weg und wunderbar. Natürlich könnt ihr auch hier zum Beispiel, wenn ihr die Programme euren Freunden zeigen wollt, könnt ihr hier als Textdatei speichern. Dann habt ihr direkt einen Überblick über all eure Programme. Was noch sehr wichtig ist, ist der Autostart. Das ist aber eine sehr, ich sag mal, eine eher heiklere Sache für die Leute, die nicht so viel Ahnung haben davon. Ihr seht jetzt hier, deswegen habe ich das Fenster so groß gemacht, ganz, ganz viele lustige Beiträge. Wir sehen einmal das Fenster aktiviert, ja, nein. Das bedeutet, wenn da ja drin steht, dann startet er dieses Programm mit dieser Zeile, wenn mein Computer hochfährt. Wenn da nein drin steht, dann könnt ihr es einfach ignorieren. Es geht also beim Autostart darum, welche Programme beim Systemstart, sprich wenn ihr euren Computer hochfahrt und euch anmeldet, gestartet werden. Desto weniger Programme da gestartet werden, desto besser ist es natürlich, denn desto schneller fährt euer Rechner hoch und ist im Endeffekt dann einsatzbereit. Deswegen solltet ihr gucken, dass nicht zu viel Scheiße da drin ist. Bei so Sachen wie hier, C Windows CT Recrun, wo ihr euch sagt, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, was könnte das sein? Lasst die Finger davon, lasst es auf ja. Manche Sachen braucht euer System, um hochzufahren. Wenn ihr sie deaktiviert, könnte das zu Problemen führen. Da nehme ich keine Haftung für. Deswegen, wenn ihr keine Ahnung habt, was das bedeutet und euch denkt, was ist das denn? Recrun, Exe, kenne ich nicht, dann lasst es auf ja, passt. Das spielt keine Rolle. Aber so Sachen wie zum Beispiel hier, Creative. Ja, ich sehe hier, alles klar, Creative Software Update 3, Soft Auto Exe. Was ist das? Ja, keine Ahnung, aber was ist ein Creative? Habe ich irgendwas von der Firma Creative? Ah, vielleicht meine Maus. Vielleicht meine Boxen, was auch immer. Ja. Und so kann man halt mit dem Ausschlussverfahren das Ganze lösen. Hier zum Beispiel habe ich ICQ. ICQ 7.4. Brauche ich denn wirklich ICQ beim Systemstart? Eigentlich nicht. Ja. Ich kann es ja auch, nachdem ich meinen Computer hochgefahren habe, manuell starten. Deswegen, zack, einfach auf Nein gedrückt und schon fährt das Teil nicht mehr hoch. KIP Internet Guard, KIP ist sowas wie ICQ, hatte ich mal installiert. Brauche ich das im Systemstart? Nein, raus damit. Und so kann man einfach vorgehen und diese ganzen Sachen dann rauslöschen, wenn man sie nicht braucht. Hier zum Beispiel der Avast-Antivir, den sollte man natürlich drin lassen. Den Adobe Reader, den kann man drin lassen, kann man rausnehmen, das spielt keine Rolle. Aber hier kann man einfach durchgehen. iTunes-Helper von iTunes, weg damit. Das brauche ich beim Systemstart nicht. QuickTime, Adobe, brauche ich im Endeffekt eigentlich alles zu meinem Systemstart, brauche ich das nicht. Denn ich kann die Programme ja natürlich einzeln immer selbst hochfahren. Desto weniger da drin ist, desto schneller fährt euer Rechner hoch und dann könnt ihr auch so ein bisschen die ganzen Sachen aufräumen. Aber wie gesagt, aufpassen. Bitte nicht irgendwas löschen, wovon ihr keine Ahnung habt. Ja. Gut, wir können hier noch unsere Systemwiederherstellung sehen. Ich mache keine Systemwiederherstellung mit Windows. Ich habe keine Windows-Sicherung. Dementsprechend steht da auch nichts drin. Gegebenenfalls kann man da sich seine Sicherungen mal anschauen. Die Uhrzeit und das Datum ist aber ja uninteressant. Und der Festplatten-Wiper habe ich ehrlich gesagt auch noch nie eingesetzt und würde ich euch in diesem Tutorial auch nicht raten, denn das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter mit Dateien löschen und Festplatten wipen und hin und her. Ich denke, darauf sollten wir in diesem Tutorial nicht eingehen. Unter Einstellungen können wir noch hier ein paar Sachen treffen, wie zum Beispiel ja, automatisches Reinigen beim Bootvorgang und lauter so Geschichten, Sprache, aber das brauchen wir alles nicht. Hier kann man noch Ausnahmen treffen, Cookies sich anschauen. Da müsst ihr euch einfach mal selbst durchklicken. Die Hauptaufgabe vom CC-Cleaner
Ich sage gerne CC-Cleaner, dabei heißt es eigentlich C-Cleaner, weil CC-Cleaner wären ja 3C, wie auch immer. Ein sehr, sehr schönes Tool, um eure überschüssigen, unnutzbaren Crap-Daten zu löschen und natürlich auch um eure Registry aufzuräumen und um den Autostart und die Programme eben zu deinstallieren. Sollte auf keinen Fall auf irgendeinem Rechner fehlen. Natürlich gibt es diverse andere Tools, die eine Ähnlichkeit zu dem C-Cleaner aufweisen, aber C-Cleaner ist wirklich sehr, sehr schlank, schnell installiert, ein kleines Programm und hat einen sehr, sehr großen Zweck. Und deswegen Daumen hoch für C-Cleaner. Ladet es euch, probiert es aus. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Haut rein, macht's gut. Ciao. So, und spätestens jetzt sitzen ein paar Leute vor dem Computer und denken sich, stopp! Ich will keine Dateien löschen, weil ich brauche noch alles auf dem Computer. Ich brauche meine Bilder, meine Videos, meine Musik. Ich will da nichts löschen, ja. Das ist natürlich typisch für den ganz normalen Nutzer und ich muss mich kurz mal meiner Oma kümmern. Was denn? Ah ja, ich guck mal, das ist mir eben gefallen und jetzt ist da oben, ist da was geschrieben. Guck mal, was da Meiner passiert Oma ist. ist gerade das Telefon runtergefallen. Na, schauen wir doch mal. Guck mal, was das ist. Klingel aus, steht da. Wahrscheinlich lautlos. Ne? So, jetzt ist es wieder an. Ist wieder gut. Ja, ist wieder gut. Aha. Schön, Aber oder? diese Zeichen habe ich gar nicht gesehen, oder? Sonst ja nicht. Welches Zeichen? Da ohne die zwei. Die sind normal nicht da. Naja, das nennt man mal einmal Telefonbuch und einmal Wahlwiederholung. Ja, das Kannst ist du lassen. sonst nicht da. Weiß ich nicht, wie du das ausblendest. Ist aber nicht schlimm. So, Oma, ich muss jetzt bitte ein Video weitermachen. Bitte. Ich muss jetzt los, endlich. Schnell, los. So, Leute, das war meine Oma. Ja, live on stage hier bei mir in der Ja, Amstor-Show. live Wie live. So, entschuldigt für den kleinen Aussetzer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Auch die Leute, die meine Oma noch nicht kennen, jetzt spätestens kennt ihr sie. Ja, wo war ich gerade? Ja, genau, ich habe den normalen Nutzer nachgemacht. Nein, meine Daten, ich will nichts löschen. Da kann ich euch grundsätzlich sagen, der C-Cleaner wird nur irgendwelche Crap-Dateien löschen, von denen ihr wahrscheinlich noch nicht mal etwas wisst. Er wird nicht irgendwelche Bilder, irgendwelche Musik löschen. Er wird nicht irgendwelche Videos von eurem Computer löschen oder irgendwelche wichtigen Word-Dateien. Das wird er nicht tun. Das Einzige, was für euch wichtig sein könnte, was er löscht, sind Cookies, Verläufe, Passwörter und sowas, Formulardaten. Deswegen kann ich euch empfehlen, guckt, was für einen Browser ihr benutzt. Ihr benutzt den Internet Explorer, ihr habt eure Passwörter alle da gespeichert, dann kreuzt die Formulardaten raus, dann werden die auch nicht gelöscht, ist ja klar. Ansonsten, bis auf die Passwörter im Browser, also mit dem Ding, was ihr da surft, wo ihr die Passwörter da einspeichert, so ungefähr, ja, da müsst ihr dann die Formulardaten bei Internet Explorer und wenn ihr Firefox benutzt hier, gespeicherte Formulardaten und vielleicht noch Cookies müsst ihr auskreuzen. Aber ansonsten könnt ihr alles entfernen, ohne Angst zu haben, dass irgendetwas verloren geht oder ihr irgendwie irgendwas Wichtiges löscht. Das wollte ich zum Abschluss dann nochmal sagen. Es hat sich definitiv gelohnt, diese 3 Minuten, denn meine Oma hatte wieder mal einen Live-Auftritt. Und ich denke, ihr habt sie schon alle vermisst. Ich bin jetzt draußen. Viel Spaß mit C-Cleaner, C-Cleaner, so, C-Cleaner.com. Haut rein, macht's gut. Ciao.